9. März aus dem Bundestag, heute mit Klaus Mindrup, SPD-Abgeordneter. Wir sprechen über die Mietpreisbremse, wie sie funktioniert und für was sie gilt. Wir waren eben dabei, schon auseinander zu fieseln, wenn Sie jetzt einen Neubau in einen Neubau ziehen, dann gilt die Mietpreisbremse natürlich nicht, ja, weil das Gebäude ist ja neu. So, aber dann war ja unsere Frage oder meine Frage an Sie, erhöht sich damit nicht der Mietenspiegel? Nein, sagten Sie, denn es gibt für die Neubauten einen extra Mietenspiegel. Genau, also ist vollkommen klar. Die sind sozusagen unterschiedlich erfasst, die haben unterschiedliche Baualtersklassen und die Neubauten haben mit den Altbauten sozusagen, werden die getrennt erfasst und natürlich auch getrennt aufgeführt. Gut, und wenn Sie Fragen haben dazu, Kopenhagener Straße, genau. Ja, Büro von Klaus Mindrup oder anmelden für die Bürgersprechstunde, dann wird es erklärt, an sich eine gute Sache. Ja, jetzt komme ich gleich zum nächsten Thema. Hängt immer noch alles mit dem Wohnungsbau zusammen. Mauerpark, da sagen die Leute, da ist doch so ein schöner Markt. Ja. Den wollen die jetzt bebauen. Und es geht ein Aufschrei durch Berlin. Ja. Soll der verschwinden jetzt, der schöne Mauerpark-Markt? Das ist schon interessant, wie so die Informationen ankommen. Also der Markt soll eben überhaupt nicht bebaut werden. Sondern bei der Diskussion jetzt geht es darum, dass man in ein Baufeld ermöglicht, nördlich des Gleimtunnels. Und wenn dieses Baufeld bebaut wird, wird im Gegenzug die gesamte Fläche auf der Weddinger Seite im Süden inklusive des Mauerseglers und auch des Flohmarkts und so weiter übertragen an das Land Berlin und damit dauerhaft geschützt. Also Neubauten ja, Markt auch ja. Neubauten ja, Markt auch ja, ist das, was dort quasi jetzt in den Plänen verankert ist. Wie viele Wohnungen sollen denn da entstehen? Insgesamt, wie viele neue Wohnungen in diesem Bereich? Habe ich nicht genau im Kopf, aber es waren so um die 600, wenn ich das richtig sozusagen nochmal nachvollziehe. Und es waren anteilig, also nageln Sie mich darauf nicht genau fest, aber es ist ja auch im Augenblick noch im Planverfahren, also der Bebauungsplan ist ja noch nicht aufgestellt und es wird ein Anteil Eigentumswohnungen sein, es wird ein Anteil Sozialwohnungen sein und ein Anteil studentisches Wohnen. So wie es eigentlich sein soll. Ja, eine gute Mischung, jeder bekommt etwas ab und nicht nur für eine bestimmte Klientel. Genau, das ist also sowas, man kann sich dann noch darüber unterhalten, sozusagen stimmen die Mischung dort, aber man darf nicht vergessen, das Ganze ist im Privateigentum und Berlin ist dort nie Eigentümer gewesen. Hätte es vielleicht mal kaufen können, als es noch billig war, jetzt ist es sicherlich nicht mehr möglich und man hat immer einen Kompromiss gesucht, wie kann ich also den Mauerpark erweitern, der besteht ja aus einem Teil Prenzlauer Berg, da ist er schon fertig gebaut und aus einem Teil Wedding und im Wedding ist er eben noch nicht fertig gebaut und dann hat man sich entschieden, das war dann in der Verantwortung der Kollegen vor allen Dingen in Mitte, die dann gesagt haben, also für uns ist das ein vernünftiger Kompromiss. Ich persönlich hätte mir mehr Grün gewünscht, aber ich kann jetzt mit dem, was da jetzt vereinbart ist, auch leben. Dann machen Sie doch urban Gardening, habe ich gerade gehört. Ja. Auf dem Balkon pflanzen Sie genau. Den Tomaten. Ist jetzt nicht so ernsthaft gemeint. Ja, wir haben ja eigentlich in der Tradition der Kleingartenbewegung, die ist ja über 100 Jahre alt, gab es ja sowas schon mal. Das ist ja, oder gibt's ich ja wollte bis natürlich heute noch. Nur ein bisschen Werbung machen für meine eigene Sendung, ja. Standort Berlin. Da habe ich demnächst Frau Linzmeier in der Sendung, jeden Samstag um 18.15 Uhr. Und Frau Linzmeier betreibt im Wedding das Projekt Himmelbeet. Beete unter freiem Himmel, mitten in der Stadt. Das nur mal in eigener Sache gesagt. Bleiben wir mal bei dem Wohnungsbau, Genossenschaften, Wohnungsbau, Genossenschaften gibt es ja auch. Ja. Aber der Trend, sich in Genossenschaften zu organisieren, nimmt ja zu, nicht nur in Wohnungsbaugenossenschaften. Ja. Was muss ich denn da beachten, wenn ich jetzt Genosse werden will? Nicht Genosse in der SPD, habe ich eben schon gesagt, sondern klar. Richtiger Genosse in der Genossenschaft. Die Frage ist erstmal, wollen Sie eine neu gründen? Ja. So, wenn Sie eine Genossenschaft neu gründen wollen, müssen sich drei Gründer zusammenfinden und die müssen, das ist relativ wichtig, ein Konzept aufstellen und brauchen eine Gründungsprüfung. Genossenschaften werden nicht so ohne weiteres eingetragen, sondern Genossenschaften müssen sich einem Prüfverband anschließen. Die werden besonders kontrolliert, also noch viel stärker. Ihr Herz blüht dafür, nicht? Ich merke das. Ja, das Interessante ist, das wird das auch immer sehr kritisch diskutiert, ist das denn richtig, dieser bürokratische Aufwand? Vielleicht kann man da auch was einfacher machen, aber das Interessante an den Genossenschaften ist ja, dass sie auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind und demokratisch sind. Also
die Stimmrechte in der Genossenschaft hängen ja nicht an den Anteilen, sondern ein Kopf, eine Stimme. Und das ist ja was ganz Besonderes. Und auch der Grundgedanke, dass viele, in Anführungszeichen kleine, sich zusammentun, um Großes zu bewegen. Das ist ja auch etwas. Und dass es im Grunde genommen einen Ewigkeitscharakter hat. Also eine Genossenschaft lebt ja auch weiter, dann, wenn die einzelnen Gründer irgendwann mal nicht unter uns sind. Also die Genossenschaft ist insofern das, was man irgendwann mal neudeutsch mit nachhaltig bezeichnet hat. Ich sagte schon, da hängt ihr Herzblut dran. Warum ist das momentan ein politisches Thema? Ich persönlich habe ja mit einer Genossenschaft auf den Weg gebracht und bin ja seit über 12 Jahren Aufsichtsrat einer Wohnungsbaugenossenschaft, einer Graswurzelgenossenschaft der Bremer Höhe in Prenzlauer Berg. Die damals über 500 Wohnungen, jetzt sind sie zusammengelegt, sind ungefähr 450 Wohnungen, wollte ein Spekulant kaufen. Und wir konnten ihn dann mit der Genossenschaft erwerben, damals mit großer Unterstützung durch das Land Berlin, Landesbürgschaft, zum Teil es gab auch Zuschüsse für die Sanierung. Und in dieser Bremer Höhe leben jetzt noch ja, dieselben Menschen wie vorher. Also wenn so da ist die Verbindung wieder zu unserem Thema Wohnungsbau. Genau, vollkommen klar. Das heißt, klar. Organisiert man sich in Form einer Genossenschaft. Genau. Als Mieter kann man sich vielleicht dagegen wehren, dass man von der Heuschrecke gekauft wird. Genau, und das geht allerdings nur dann, wenn man also eine große politische Unterstützung hatte. Wir sind ja neu gegründet worden. Heute ist es so, dass wir als Genossenschaft, als sogenannte Dachgenossenschaft zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn es wirtschaftliche Hausprojekte gibt, dann können die zu uns kommen oder auch zur Selbstbaugenossenschaft und gibt auch verschiedene andere noch und sagen, also wir möchten gerne unter euer Dach schlüpfen, helft uns, weil es geht ja schon bei so einem Hauskauf um viel Geld und es geht vor allen Dingen bei Sanierung viel Geld, da braucht man schon ein bisschen Know-how und die Banken verlangen das ja auch. Und insofern ist diese Idee, dass man ein genossenschaftliches Dach hat, unter dem dann viele, viele, viele Projekte stattfinden, also eine super wunderbare Idee. Also auch hier, Kopenhagener Straße. Genau. Sie werden jetzt überlaufen. Genau, ich habe ja schon, das Problem ist im Augenblick tatsächlich, muss man zwei Dinge sagen, im Augenblick, wir können auch nur als Genossenschaft wirtschaftlich handeln. Also wir können jetzt auch nicht die Mieten exorbitant erhöhen, damit wir dann andere Projekte machen. Das muss also auch alles in der Waage sein und das ist sehr schwierig. Also die letzten Projekte, die wir realisieren konnten, waren am Stadtrand oder ein Projekt sogar in Brandenburg, weil dort die Grundstückspreise noch nicht so hoch waren. Jetzt haben wir noch ein Projekt in Kreuzberg bekommen, aber das kam von Berlin, also das war eine besondere Situation. Also es muss alles zusammenpassen, damit man neue Projekte zusammenbringen kann. Aber wir reden ja darüber, weil die meisten das gar nicht kennen. Und um zu zeigen, was Sie als Bundestagsabgeordneter, ja, als Politiker ja auch mit angestoßen haben, dass die Bildung einer Genossenschaft ja ein Mittel ist, sich auch zu wehren, ja, und nicht immer zu hoffen, dass die Landesregierung oder wer auch immer da irgendwas unternimmt. Ja, wobei ich habe jetzt aus meinem Wahlkreis heraus einen Genossenschaftsdialog angefangen. Es gibt ja Genossenschaften, die sind schon über 100 Jahre alt. Die Genossenschaft, in der ich wohne, ist 24 Jahre alt. Die, bei der ich im Aufsichtsrat bin, ist 14 Jahre alt, also noch relativ jung. Aber die Alten haben natürlich in der Regel mehr Eigenkapital und die wollen jetzt auch mehr machen. Und da muss man aber politisch miteinander darüber diskutieren. Die sagen natürlich auch, wenn wir was machen wollen, brauchen wir auch Grundstücke, die wir kostengünstig bekommen, wenn das nicht geht. Oder wir brauchen Baurecht in unseren Beständen, um zu ergänzen. Und dann schaffen wir auch Wohnungsneubau oder bauen unsere Bestände auch um. Es gibt dann eine große positive Haltung bei den Genossenschaften, mit der Politik ins Gespräch zu kommen und auch konkrete Bauvorhaben umzusetzen. Das wäre doch eine wunderbare Idee, sich überhaupt neu zu betätigen, wenn man nicht in eine Partei will oder sonst was machen will. Sagen wir, fangen wir mal an, über Genossenschaft nachzudenken. Also, Kopenhagener Straße, Bürgersprechstunde, Klaus Mindorf, neue Idee gehabt. Ich habe noch eine alte Idee, über die jetzt wieder gestritten wird, Energiewende. Ja. Da fängt der in Bayern an, wieder quer zu schießen. Ja. Er sagt, die Trassen kommen bis zu unserer Grenze und dann müssen sie in Bayern rumgelegt werden. Ist das ganze Projekt damit in Gefahr oder was passiert da jetzt im Bundestag? Ich muss sagen, ich verstehe den Kollegen Seehofer nicht. Es ist ja nicht das erste Mal. Ich verstehe den schon. Ja, also wir hatten diese Diskussion, als ein Kollege aus der CSU auf einmal anfing, vor anderthalb Jahren zu sagen, vielleicht brauchen wir doch noch die Atomenergie. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses. Ja. Dann kommt die Debatte um die Gleichstrom-Hochspannungsübertragungstrassen. Jetzt haben sich 16 Bundesländer bei der Bundeskanzlerin geeinigt, haben gesagt, wir wollen die steuerliche Abschreibung für Sanierungsinvestitionen, für die ökologische Gebäudesanierung einführen oder wieder einführen. Und wer geht wieder an die Seite? Wieder Herr Seehofer. Habe ich am Freitag im Bundestag zu reden dürfen und ich habe dann einfach die rhetorische Frage gestellt, hat das ganze System. Also ich glaube,
die wissen im Augenblick, also zumindest Herr Seehofer weiß nicht ganz so genau, was er da macht. Und das Interessante ist aber, dass die Bevölkerung in Bayern ja ganz anders drauf ist. Es gibt nirgendwo so viele Energiegenossenschaften wie in Bayern. Also die machen die Energiewende von unten. Baden-Württemberg ist grün regiert. Haben wir eben bei der Genossenschaft ganz vergessen zu erwähnen. Ja, Energiegenossenschaft zu gründen ist am einfachsten. Ja, ist auch kompliziert. Also es ist nicht ganz ohne. Können wir vielleicht nochmal gleich vertiefen. Aber in Bayern, wo ein Herr Seehofer sagt, die Bevölkerung will keine Windkraft haben, ne, sind im letzten Jahr 20 mal so viele Windmühlen gebaut worden wie in Baden-Württemberg. 20 mal so viel. Es ist Bayern ein bisschen größer, aber nicht 20 mal so groß wie Baden-Württemberg. Kennt sein eigenes Land nicht. Ja? Nee, und also ich glaube auch, dass auch der Dialog mit den Kollegen von der CSU ist ja sehr positiv. Die stehen ja sehr positiv auch zur Energiewende, weil sie das auch als Chance sehen, Wertschöpfung nach Bayern zu holen. Die sind ja sehr ökonomisch orientiert. Und die Energiewende bedeutet ja, dass man den Strom ökologisch produziert und eben kein Geld mehr nach Saudi-Arabien oder nach Russland überweist, also damit die Importabhängigkeit reduziert. Das ist ja wirtschaft- und volkswirtschaftlich was Sinnvolles. Jetzt wagen Sie mal eine kleine Prognose. Ja. Ja, wie lange wird Bayern diesen Kurs beibehalten und wann werden die Trassen auch nach Bayern gelegt? Ich glaube, das hängt davon ab, wann der Kollege Seehofer eine gesichtswahrende Lösung findet. Also, das weiß man bei ihm auch nicht so genau, ja, genau, nicht, wann er sich wieder umdreht. Aber wir hatten das ja schon mal bei der Windenergie, da war er total euphorisch. Also nach der Katastrophe von Fukushima vor 4 Jahren, jetzt machen wir das im Prinzip. Und da waren die bayerischen Staatsforsten die gesagt haben, jetzt machen wir sozusagen auf bayerischem Staatsbesitz machen wir Windkraftausbau. Und dann, kurz vor der Wahl, ging es wieder retour. Also wir gucken das mal. Das Thema wird uns noch beschäftigen. Wir werden uns im Sommer wiedersehen, genau, hier und dann gucken wir mal, wie Herr Seehofer sich Wind gewandelt hat. Ja, aber man sollte sich auch als Berliner nicht an Bayern orientieren. Also von daher gehen wir dann besser unseren eigenen Weg. Ja, aber das bremst ja das ganze Projekt. Das muss man ja mal sagen. Ja, aber wir werden uns da nicht auf die Dauer ausbremsen lassen. Ihr Wort in Gottes Ohr oder in Seehofers Ohr. Ich bedanke mich bei Ihnen, Klaus Mindrup, dass Sie da waren. Kopenhagener Straße, welche Nummer? 76. Und viel Spaß bei der Bürgersprechstunde, Thema Genossenschaft, wenn Sie interessiert sind. Das ist ein interessanter Gedanke, sollten sich mal mit beschäftigen. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin sage ich Danke und Tschüss.